Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Insurgents in der Nuzlocke Challenge. Ich will schon Randomizer Nuzlocke Challenge sagen. Aber ja, ich weiß nicht mehr, wie wir an den Stein vorbeikommen. Was ist seit dem letzten Part passiert? Seit dem letzten Part ist etwas ganz Tolles im Team passiert. Es haben sich nicht viele Pokémon weiterentwickelt, außer unser toller Nachtisch mit Doppel-S. Genau, unser SS-Nachtisch. Der ist jetzt aus der Mission 2 und genau, ist Level 38. Also er hat sich ganz wunderbar weiterentwickelt zu einem Slimog. Und genau, unser Actiu ist immer noch Gesundheit. Level 33, was leider, ja, ich hatte da echt keinen Bock mehr. Das ist echt anstrengend zu trainieren und vor allen Dingen darauf zu achten, dass es denn nicht drauf geht und so weiter und so fort. Boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock hier, die zu besiegen. Das ist, können wir nicht irgendwie zu ihm rüberschwimmen? Ey, Bro, ich save dich, was ab? Also bist du gekommen. Wir halt nicht erwartet, dass du kommst. Ich auch nicht. Ey, also bist du gekommen. Das hatte ich bereits erwähnt, dass ich gekommen bin. Etwas ist gekommen. Logan ist gekommen. Nein, ich hoffe, ihr habt den Film alle gesehen. Ich fand den gar nicht mal so toll, muss ich sagen. Also, Geschmackssache. Manche Leute sagen, das war der beste Marvel-Film aller Zeiten. Und ich denk mir so, diese Welt sollte ein bisschen mehr darauf achten, was sie sagt. ja, genau, das ist der Deal. Ich gebe ihnen Mio als im Austausch zum Freund. Nein, das ist nicht wert. Bevor wir diese Story weitermachen, sage ich, nein, ich fand den Film, es ging so. Also, ja, war schon krass, nochmal Hugh Jackman so in Wolverine-Action zu sehen und Patrick Stewart als Professor X. Pff, oh, mit den kleinen Kindern, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das hat mir nicht so ganz gefallen. Leute sollen mich haten oder so, dafür, dass ich X-Men Apocalypse als bisher besten X-Men-Film ansehe. Aber ich weiß nicht. Und ich mochte Civil War übrigens auch nicht. Also her mit dem Hate. Kommt, flamet mich, Alter. Batman vs. Superman war 1000-mal besser als Civil War. Das kann ich euch sagen. Und das ist kein April-Scherz. So, nein, Pool, tu es nicht. Ja gut. Wenn du uns nicht geben willst, was du willst, freiwillig, dann müssen wir uns Mio mit allen Kräften holen und du stehst in Lucario drin. Ist das überhaupt möglich? Ist es aber überhaupt möglich, dass ein Mann Marvel-Filme nicht mag, obwohl sie gehypt werden? Ja. Unglaublich, aber wahr. Ich war mal ein Marvel-Fanboy, aber diese Filme sind immer schlechter geworden, von Mal zu Mal. Doctor Strange ist mal wieder ein Lichtblick gewesen und auf einmal sagen alle Leute, der ist scheiße. Und dann denke ich mir nur so, Leute, was ist eigentlich falsch mit mir? Alle Filme, die abfeiern, finde ich kacke und die Filme, die ich abfeiere, finden die anderen kacke oder was? Keine Ahnung, ich bin mal auf Spider-Man gespannt. Der Film kann nur schlecht werden, also laut dem Trailer, also beziehungsweise er wird entweder mittelmäßig oder scheiße. Aber schauen wir mal. Scheiße, was machen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, bei einer Psychoattacke sind wir dermaßen im Arsch. Aber wir müssen Yugong besiegen, weil das Eisattacken kann. Ach, scheiße, Alter, wir sind sowas von am Arsch. Biss. Geh drauf. Fuck. Confuse Ray ist besser als anderes. Force Palm, sehr gut, dass es einsetzt. Okay. Ha, Idiot. Sehr gut, dass er nicht X-Men getroffen hat. Nein, nein, was habe ich getan? Shit. Okay, Starmie hat nur Swift eingesetzt. Holy fuck. Holy fuck, Alter. Das hätte der größte Fehler meines Lebens sein können. Okay. Alles nochmal so halbwegs gut gegangen und... Okay, jeweils zwei Pokémon. Crawdaunt. Das ist auch ganz gut, finde ich. Bloß, dass wir noch verwirrt sind, aber das sollten wir hinkriegen. Bite bitte jetzt auf Starmie. Dankeschön. Oh Gott. Ey, hätte Starmie jetzt irgendeine Psychoattacke rausgehauen? Also vielleicht habe ich auch nur Angst, dass es das kann. Vielleicht kann es auch nur Wasser und Confuse Ray und Star Swift und... Hast du nicht gesehen? Das Ding heißt nur Swift. Warum heißt es bei uns Star Sternschauer? Wer weiß. Yamka ist aus der Konfusion draußen, jawohl. Naja, nicht Konfusion. Aus der Verwirrung. Und, jo. X-Men. Wo wir bei X-Men-Filmen waren, ne? Na ja, gut, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Zukunftsvergangenheit oder, Apocalypse besser fand. Die alten X-Men-Filme sind auch cool. Bis der dritte. Der dritte war so lala. Der vierte fand ich auch nicht schlecht. Also den mit Wolverine einzeln hier. X-Men Origins Wolverine. Der einzelne Wolverine-Film war kacke wiederum. Der Logan war besser als der, aber war jetzt auch nicht so mein Lieblingsfilm. Scrub. Scrub sollten wir eigentlich auch easy down kriegen.
Einfach nur Wing Attack und dann schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ich nehme das jetzt nicht so als die krasse Bedrohung wahr. So, da ist Krebutak schon eine größere Herausforderung. Oh Gott, wie ich überlegen muss, wie die erstmal heißen, ey. Das ist unglaublich, das geht gar nicht mehr, das darf ich gar nicht. Das ist genau wie man, welche Pokémon-Spiele man mehr mag und welche nicht oder so. Also, ich fand Schwarz und Weiß komplett kacke. Schwarz 2 ging schon wieder voll klar. Und, ja, weil da halt wieder die alte Pokémon mit dabei waren und so, ne? Ich verstehe einfach nicht, wie man die komplette Generation davor rauslassen kann. So ein bisschen vielleicht mit drin, aber die fünfte Generation ist überhaupt nicht meins. Und, Omega Rubin, also Alpha Saphir waren auch geil, aber ich finde, das Original sind immer noch meine Lieblingsspiele. Also Rubin Saphir. Das geht immer noch klar. Und, oh Gott, ich mag Hart und, also ich mag Gold und Silber mehr als, Rot und Blau. Rot und Blau sind trotzdem, also es gibt kein richtiges Pokémon-Spiel, was schlecht ist. Ich fand Sonne und Mond waren jetzt auch nicht so die Kracher. X und Y war auch so, meh. Sonne und Mond ist schon besser als X und Y, aber Schwarz und Weiß ist immer noch ein schlechtes. Oh, ich find's so geil, ey, hier bringen die Leute mit Meinung auf die Palme. Bevor ich euch aber auf die Palme bringe, sagt mir doch einfach mal, was so bei euch, so bei Marvel, DC-Filmen oder generell Filmen und Pokémon-Spielen so, was da so eure Vorlieben sind. Also, wo ihr jetzt sagt, das ist. Das kann ich absolut nicht ausstehen und das ist so geil. Bla bla bla. Oh nein, wir würden sie in ein paar Sekunden töten, aber jetzt sollen sie Damien in den Pool schmeißen. Was sind das denn bitte für Leute? Du würdest es nicht wollen, oder würdest du ein unschuldiges Leben beenden? Ja, was sagst du? Oh, da erscheint Mio. Mio, du bist gekommen, aber du kannst Pool nicht alleine lassen. Aha, Mio ist sehr zu predictable. Vorhersehbar. Danke, dass mir das deutsche Wort jetzt erst einfällt. Wenn du willst, dass die Kinder überleben, dann komm her. Es ist Zeit für dich, Pool zu verlassen und uns beizutreten. Okay. Und jetzt kommt Shaimin. Wem hat Shaimin nochmal gehört? Ist das Shaimin? Oder war jetzt Damians Pokémon Shaimin? Kein Plan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht Shaimin irgendeinen heftigen Kram und jetzt ist es Wasser. Wow. Das ist beeindruckend. Very, very, very impressive, my friend. Oh, das ist ein anderes Pixie. Nein, Shaimin ist kein Pixie. Oh Gott. Oh shit, es ist kein Pixie. Wer diese Line verstanden hat, der mag MOP. Oh, wir werden sehr schnell wieder zurück sein. Lucario mit breiter Brust draußen. Punkt, Punkt, Punkt. Also Shaimin, hä? Warum hast du mich gerettet? Möchtest du mit mir reisen? Das ist unglaublich. Das bedeutet, ich bin auch ein Typ der Pixie-Pokémon. Aber heißt das? Ja, das heißt es vielleicht. Mio und Shaimin haben uns auserwählt. Hätte ich nicht gedacht. Die andere, stimmt, die andere war mit Celebi gewesen. Haben wir eigentlich noch jemanden getroffen? Jirachi müsste es noch geben. Victini vielleicht? Das ist bei den neuen, das ist bei der sechsten Generation eigentlich. Siebte gibt's ja noch nicht. Was ist bei der sechsten? Dianzi ist, weiß ich nicht. Wann war das letzte? Vulkanion auch nicht. Und Hooper erst recht nicht. Ja, wenn dann Diancie, aber also richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht. Manaphy ist noch drin, kann ich mir vorstellen. Oh, wir haben Shaimin DNA bekommen. Mio kann Shaimins DNA benutzen, um die Seed Flare Ability aus. Okay. Kann es sein, dass ich Mio noch nie zur Hilfe gerufen habe, weil ich es einfach nicht gebraucht habe? Beziehungsweise, wozu sollte ich Mio zur Hilfe rufen? Das ist auch eine gute Frage. Und jetzt, da hier eigentlich der Gift, das Gift weg ist, warum ist nicht der Müll weg? Und wohnen hier immer noch Gift-Pokémon? Das wäre mal interessant herauszufinden. Lass uns herausfinden, ob hier immer noch Gift-Pokémon leben. Wer ist es? Ja. Okay, hier leben anscheinend immer noch Gift-Pokémon. Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau, das war auch vorhin beim Training lustig. Dass mir die Dinger eigentlich keinen Schaden machen konnten, weil, von wegen, ich bin Stahl. Ich bin the Man of Steel. Den Film fand ich übrigens auch kacke. Gibt so viele Filme, die scheiße sind, aber ich habe sie trotzdem auf Blu-ray, einfach nur da, um die Sammlung komplett zu haben. Genau wie alte Pokémon-Spiele in Originalverpackung.
könnte mal ein ganzes Vermögen wert sein. Ich glaube, die sind mittlerweile sogar ein Vermögen wert, weil dieser Pokémon-Hype bei Pokémon Go wieder entstanden ist. Ich war so kurz davor, alle Pokémon-Editionen zu besitzen. Jetzt fehlen mir immer noch Schwarz 2, obwohl ich die ja auf dem Computer gespielt habe. Shit, das heißt, er hat es illegal gespielt, wenn er die nicht in echt besitzt. Ja, dann darf ich eigentlich auch nicht die ROM haben. Ist jetzt nur die Frage, was das für ein echtes Spiel ist. Dann dürfte ich das auch nicht spielen. Gute Frage, nächste Frage. Wo geht's lang? Ich glaube, hier in den Süden. Jetzt sind sie mit ihrer endlosen Unterhaltung endlich fertig. Dankeschön. Crossroads. Ich bin der Meinung, wir können hier ein neues Pokémon fangen. Sicher bin ich mir aber nicht. Diese... Du kannst diese Rocks besteigen. Oh! Oho, ein Trainer. Ja, lass mich raten. Kampf-Pokémon. Blaugurt. Nein, er ist Schwarzgurt. Warum heißt er Schwarzgurt? Er hat einen blauen Gurt um den Kopf. Okay, ich glaube, das ist eine eindeutige Angelegenheit für X-Men. Das könnte aber auch schief gehen, falls das Ding sowas wie Rock Slide kann oder so. Nein, das ist jetzt Buddy Slam. Nein, das gefällt mir und ich habe tierisch Angst, dass hier irgendwas schief geht. Wer eins von den Dingern kann, Rock Slide oder Rock Tomb oder irgendwas in der Richtung. Venoshock. Ah, soll X-Men Venoshock erlernen? Ich bin der Meinung, Swift trifft immer, deswegen ist das ganz cool. Venoshock macht nur 65 und Poison Fang macht... Ich weiß nicht, ob Poison Fang oder so mehr Schaden macht oder... Ich weiß gar nicht. Man kann nicht sehen, was wir hier für bessere Stats haben oder so. Nee, das Ding ist, Venoshock muss ich nicht erlernen lassen. Das habe ich auch noch als... als Dings, als TM. Deswegen kann ich so sagen, okay, es geht mir eigentlich, weiß ich wo, vorbei. Ach ja, doch, es ist noch was im Team passiert, sehe ich gerade. Das habt ihr vermutlich schon vorher gesehen. Es ist noch mehr passiert. Ja, genau, unser Kotzen hat sich weiterentwickelt. Es musste doch nicht so krass kotzen, wie eins gedacht. Wow, Panferno, gecrittet, Alter. Flame in the ass. Ja, ich habe es weiterentwickelt und ich musste feststellen, dass es so beschissen ist, dass ich lieber doch nicht mehr einsetzen möchte. Was, meine Attacken sind down? Was hat das Ding eingesetzt? Hat es mich eingeschüchtert oder was? Was soll ein Capoeira gemacht haben? Ich finde das Ding selber zwar cool, aber... Was zur Hölle? Krogunk. Oh shit, Alter. Ich habe so schlechte Erfahrungen mit dir. Glibunkel stirbt so schnell, wie es geht. Danke. Danke, mein Freund. Ich mag dich zwar selber so, aber du bist jetzt nicht so der beste Gegner zum Besiegen. Besonders die Weiterentwicklung. Toxiquark. Okay. Wollen wir jetzt ein Pokémon fangen oder nicht? Wir müssen eh erstmal Trainer besiegen, oder? Wollen wir... Ich weiß nicht, Wasser-Pokémon brauchen wir eigentlich nicht. Hier runter können wir nicht. Hier oben könnte auch noch ein Trainer sein, den will ich jetzt... Ah, wir prüfen einfach mal gleich, ob das ein Trainer ist, nachdem wir ein Vulcano gefangen haben. Hm. Aber Pool, warum rastest du jetzt nicht aus, weil ein Vulcano vor dir steht? Ganz einfach, ich mag ziemlich viele Dinge nicht, die andere Leute cool finden. Und es mögen fast, ich würde sagen, 80% aller Pokémon-Spieler Vulcano bzw. Arcani, weil sie es so geil finden. Und ich hasse dieses Ding einfach nur. Ich mag es überhaupt nicht. Also ich würde mir lieber nichts fangen, aber ich fange es jetzt einfach, weil ich es mir fangen kann. Außer es stirbt jetzt. Bam! Alter, das ist stark. Das muss ich sagen, das ist echt krass, dass das so gut geklappt hat. Und ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen, fällt mir ein. Das habe ich vergessen. Nein, ich möchte keine Potion einsetzen. Ich will hier einen Pokéball werfen und meinen Vulcano fangen. Und jetzt mit all dem Hate in dieser Episode werde ich sogar noch Vulcano in mein Team nehmen. Einfach nur, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Danke, Vulcano. Ah, oh, gibt es einen schönen Namen, den ich Vulcano geben kann? Growlithe. Level 37 für Yamcha. Was willst du denn da lernen? Me first. Was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Also im Deutschen vielleicht schon, aber me first, what the fuck? Der Anwender versucht, vor dem Angreifer zu greifen. Achso, lol, okay, also bedeutet, wir stehen uns die Attacke vom Gegner und greifen damit an. Was macht Reversal? The less HP the user has. Ah, okay, deswegen hat Reversal hier was gemacht. Was war Feint? That hits a target using Protect. It also lifts the effects of those moves. Nee, also Endure, ich glaube, durchhalten müssen wir nichts. Nein!
Ich will's beibringen. Oh Gott, ich drücke die ganze Zeit immer X, dabei ist XB. Ich hasse, warum könnt ihr Entwickler euch nicht mal absprechen und immer dieselben Steuerungen machen? Warum kann ich nicht immer dieselben Steuerungen einstellen, weil ich ein faules Stück Scheiße bin, was sowas angeht? Hey, ein Vulcano. Ach ja, übrigens, der weitere Grund, warum ich immer nie Pokémon benutze, die andere benutzen, ist, weil ich auch nicht gut bin im Spielen. Also die Leute sagen immer, oh, das Pokémon ist voll krass, ich will es benutzen. Ich so, nein, es muss doch möglich sein, schwache Pokémon einzusetzen und damit trotzdem zu gewinnen. Und ich beurteile Pokémon nach ihrem Aussehen. Ich bin ein dummes Stück Scheiße, was diese Ansicht angeht. Aber hey, ich blame mich zuerst, also könnt ihr mich nicht blamen. Oh. Blame me first. Das war jetzt eine Kombination aus Attacken aus dem Arenaleiter, der ein Arcani besitzt. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob Blaine Arcani besitzt. Wie heißt der auf Deutsch? Pyro. Müsste so heißen. Vielleicht. Ja, komm, besiegen wir dich einfach. Was kannst du schon tun? Was willst du tun? Ein Merrill. Oder Marill, wie andere Leute sagen. Ich bleibe bei Merrill. Gott, das dauert ja Ewigkeit. Me first, bitte such. Ja. Hä? Warum konnte ich jetzt nicht Aquatel einsetzen? Ich verstehe die Attacke nicht. Hä? Okay. Die Attacke macht nur Sinn, wird beim nächsten Mal wieder verlernt. Gut, das Meridown ist Lavesta. Was ist das? Das ist dieses Feuerlarven-Pokémon, ne? Das wird mal geschmeidig weggeschnitten. Ja, genau. Lava, Lavi. Wie heißt es auf Deutsch? Zangoose. Ich bin der Meinung, Zangoose. Oh Gott. Ah. Das ist ein Zango. Yamka eigentlich am besten geeignet. Aber ich will trotzdem euch mal Desert vorführen. Wie krass das Ding eigentlich zerreißen kann. Also wenn Magnitude trifft. Ja, jetzt natürlich nicht. Und es wäre sogar Magnitude 7 gewesen. Ah. Komm. 6. Super, nur 6. Naja, jetzt wird es halt nicht so zerreißen. Aber Bulldoze. Ja gut, es war jetzt nicht so hart zerrissen, wie ich euch zeigen wollte, weil wenn Magnitude 9 eingesetzt wird, dann ist jedes Pokémon im Erdboden, dem Erdboden gleichgemacht. Und auch im Erdboden. Route 5. Ah. Kämpfen oder nicht kämpfen, das ist hier die Frage. Ich würde sagen, wir fangen uns erstmal wieder was. Wer wird es sein? Und ja, wir haben eigentlich schon, wir müssen gucken, dass wir unser Team balancen können. Ich glaube, oh mein Gott! Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist ein Serpi Royal in der Endentwicklung. Und ein Serpi Feu in der Vorentwicklung. Das ist nur die Frage, was bist du? Und wie machen wir dich am besten down? Also, ohne dich zu besiegen. Ja, das ist in Ordnung. Defensive ist auch oben. Alles andere ist oben. Das bedeutet... Ach, ich bin mir nicht sicher, ob das überleben wird. Also, ich will das Ding unbedingt drin haben. Deswegen setze ich jetzt einfach mal einen Hyperball ein. Nein! Oh, Starter-Pokémon haben auch so eine beschissene Rate, gefangen zu werden. Oh, Kacke. Und dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, macht das sonderlich viel Schaden. Gott, ich weiß echt nicht, wie ich das fangen soll. Jetzt mal heilen. Ey, ich muss mir vor allen Dingen neue Heil-Items kaufen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts damit aufheile. Okay. Lohnt es sich, mit irgendeiner anderen Attacke anzugreifen? Ja. Es lohnt sich, mit Reversal anzugreifen, weil unsere ATK noch gar nicht mal so niedrig sind. Und Mega Drain macht jetzt auch nicht den Schaden des Jahrtausends. Freundesball ist eigentlich auch geil. Also, ob das was bringt, ist hier die Frage. Das ist eigentlich für Baby-Pokémon geil, wenn die sich durch weiß ich was weiterentwickeln sollen. Du willst echt nicht unser Freund werden, du willst nicht unser Freund werden. Walla, was machst du? Was greifst du an, Alter? Kacke. Ich muss hier mehr aufheilen, als mir lieb ist. Und ich habe nur noch 5 Heil-Items. Ich sollte gleich mal wieder in die Stadt zurück. Mega Drain, ja, mach ruhig. Lad dich wieder ins Orangene auf oder so. Hier, back. Okay, Freundesball ist bald jetzt dieselben wie ein Pokéball. Wir hätten wirklich einen Great Ball werfen sollen und dann wäre es gewesen.
Den Schwerball können wir eindeutig weglassen, der bringt gar nichts. Und ich will nicht hingucken. Eins, zwei, ich muss aber hingucken. Ach, Mann, Alter. Was ist das mit diesen Starter-Pokémon? Bist du ein legendäres? Nein. Also, oh, wow, 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 wow. Chill, Junge, chill. Was ist los mit dir? Was willst du tun? Und das ist auch nicht sehr effektiv. Das muss man auch nochmal sehen. Timerball. Ja, an sich schon, an sich schon. Ich hätte noch eine Runde warten sollen, aber. Oh Gott. Bleib drin. Boom, ausgebrochen. Yes! Gotcha! Unser sehr, sehr, sehr Wein Service wurde gefangen und Yamka kriegt irgendwas. Danke. Nummer 496. Stimmt das sogar? Ja, das stimmt. Bei 493 Pokémon gab es bis zur vierten Generation. Danach habe ich den Überblick verloren. Ah, wie nennen wir dich? Serpiloyal. Oder Loyal mit Käse. Royal mit Käse. Nein, es geht nicht mehr weiter. Ah, wer jetzt nicht weiß, was für eine Filmreferenz das war, das war Pulp Fiction. Dann nennen wir ihn Serpiloyal. Ein loyaler Angestellter SpongeBob meldet sich in der großen Krabbe. Vielen Dank und geil, dass du gekommen bist. Jetzt muss ich mich aber wieder in meine Stadt verpissen. Meine Stadt, mein Leben, mein Block, mein Revier, mein Zuhause, mein Essen, meine Küche. Meine Terrasse, mein Garten, mein Steinblock. Meine Bäume, meine Bäume, meine Bäume, meine Hütte, mein Holz. Mein Revier, mein Trainer, mein Sieg, mein Ziel, Pokémon-Trainer zu werden, das bringt nicht viel, aber dennoch reicht es mir. Oh Gott, ich höre auf, ja, ich höre ja schon auf. Es wird ja nur noch schlimmer. Es sollte sehr effektiv sein, bin ich der Meinung. Ja, genau. Oh, paralyzed. Get fucked, bitch. Ich mag Lidiep. Ach so. Anorith ist viel besser als Lidiep. Nein. Na okay. Nein, okay, vom Aussehen ist es geiler. Aber trotzdem ist mit Vili, ey, Vili ist ein Monster. Probo Pass. Nose Pass und Probo. Oh. Ich bleib drin. Das ist hier dieses Kompass-Pokémon mit Schnauzer aus Mexiko. Es sollte nämlich vierfach effektiv. Nein! Vierfach effektiv sein und das ist es auch. Fuck, ich dachte gerade schon, oh Kacke, das wäre jetzt so Revenge-mäßig. Ein bisschen heftig gewesen. Oh Gott, ey, das ist auch eine gute Kombo. Ich frage mich, ob das jemand eingesetzt hat. Crustle. Was ist ein Crustle? Und ich tausche auf unseren Nachtisch. Und ich frage mich, ob wir unser Vorentwicklung von Wummer Scampisto hier auch noch. Ah! War das eine gute Entscheidung? Ich bin der Meinung schon. Ob wir Scampisto auch weiter behalten? Magnitude 8! Show me your power! Oh, das war doch keine gute Entscheidung. Wir machen einfach weiter. Ja, Scampisto entwickelt sich nämlich auch erst Level 38. Level 38 ist nur so. Fuck, es dauert so lange. Es sind 17 Level, bis du dich entwickelst. Und bis dahin bist du ein nutzloses Stück Kacke. Mensch. Hätte ich drinbleiben sollen? Ich weiß gar nicht. Ich hätte aufs Campisto wechseln sollen, damit es drauf geht. Oder so. Nee, wir wollen ja uns die Möglichkeit offen halten, dass es weiter überleben kann. Und ich bin der Überzeugung. Scheiße, eine Höhle. Ihr wollt mich doch echt auf die Probe stellen hier. Was ist das denn? Hier muss es doch weitergehen in eine Stadt. Also komm. Kann doch nicht sein. Ja, da drüben ist irgendwas anderes. Ja, gebt mir nicht den Hyperball, sondern zeigt mir ein Roselia. Ey, da haben wir mit Serpiroi ja richtig Glück gehabt. Nicht, dass Roselia nicht gut ist oder so, aber ich mag andere Pokémon doch lieber und ich kann die schon ziemlich krass trainieren, sehe ich gerade, Alter. Die Pokémon sind besser als meine. Arbeiter, zeige mir, was muss ich zahlen? 1.400.000? Digga, jetzt hat er Mewtwo oder was? Cricketune, oh Gott. Mann, bist du schlecht, Alter. Gut, ich setze jetzt gegen Käfer-Pokémon Kampfattacken ein. Ist auch nicht viel besser. Aber, me first. Ich kann nur Force Bomb einsetzen. Okay, alles klar.
Dann werde gefickt, mein Freund. Werde anal gefistet von Lucario. Alle Kinder unter 16 Jahren hätten jetzt schon ausscheiden sollen. Poliwrath. Nein, wir bleiben drin. Ich bin der Meinung, was heißt, es kann nichts. Okay. Es könnte ein Fehler gewesen sein. Nein, halt, stopp. Submission ist jetzt die Frage, was das für eine Attacke ist. Das ist, glaube ich, auch eine Kampfattacke. Ist die Frage, ob Kampf gegen Lucario sehr effektiv ist. Ich glaube schon, weil es Stahl ist. Müsste man aber nochmal nachgucken. Das ist mal Wing Attack. What? Ich habe ganz vergessen, dass. Nee, Quappo ist doch nur in der Generation. Also hier nur in dem Spiel Kampf. Normalerweise ist das nicht Kampf. Moment. Fuck, es ist wirklich Kampf. Ich meine, es macht schon Sinn, weil es auch Kampf-Arena-Leiter haben, aber ich dachte, es sieht einfach nur heftig aus. Und nichts dahinter. So ungefähr. Warum ist hier ein Fehler? Hier ist eine Linie. Startlinie. Sprinten! Okay, hier kommt man nicht weiter. Das ist erbärmlich. Wo soll ich hin? Und warum ist da eigentlich eine Höhle gewesen? Und warum liegt da ein Superball? Das und viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, ich glaube, das und viel mehr erfahren wir wirklich in der nächsten Folge. Bis dahin heilen wir unsere Pokémon auf mit nicht existierender Poké-Center-Musik. Und ich weiß nicht. Was gibt es hier noch so in der Stadt? Ist das eine Arena? Ja, das sieht. Nee, das ist irgendwas anderes. Was ist das? Gibt es hier überhaupt eine Arena in der Stadt? Das wäre traurig, wenn nicht, aber hier ist der Clown. Hier ist. Ich weiß nicht. Hier ist ganz viel andere Scheiße. Wir schauen uns die Stadt mal beim nächsten Mal an. Bis dahin, schreibt was in die Kommentare, wenn euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst einen Daumen, entweder hoch oder runter, ist mir egal. Und bis dahin, sehen wir uns. Tschüss.